Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass ich Sie auch 2021 wieder zu einer Folge von Stummer diskutiert mit begrüßen darf. Auch wenn Corona noch nicht ganz aus unseren Köpfen draußen ist und uns wohl noch ein bisschen verfolgen wird, so kann ich Ihnen sagen, auch Stummer diskutiert mit wird es im Jahr 2021 wieder geben. Heute freut es mich, dass ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio begrüßen darf, Frau Magister Magister Dr. Leitner-Bommer Hallo. von Leitner Law, eine Kanzlei, die spezialisiert ist auf steuerzentrierte Beratung. Frau Magister Magister Dr. Leitner-Bommer ist Spezialistin im Gesellschaftsrecht bei den Private Clients und auch insbesondere neben dem Stiftungsrecht in der Unternehmensnachfolge. Und Unternehmensnachfolge, Erbrecht, das liegt relativ eng beisammen. Deswegen heute das spannende Thema, die Testamente. Sie kennen es noch aus dem Studium, Erbrecht, Testamente. Das haben wir gelernt und haben uns gedacht, eigentlich doch ganz einfach. Aber heute werden wir sehen, dass die Theorie und die Praxis teils doch recht weit voneinander entfernt ist und weit auseinanderklafft. Ich würde gern gleich direkt ins Thema einsteigen. Wir haben viele Fragen vorbereitet, viele spannende Urteile, die wir uns dann zum Schluss ansehen werden. Aber wir beginnen einmal ganz langsam und ganz einfach mit der Frage, welche Arten von Testamenten gibt es? Also grundsätzlich gibt es in Österreich vier Testamentsformen: das Nottestament, das öffentliche Testament, das eigenhändige Testament und das fremdhändige Testament. Wobei man die ersten zwei Formen, die ich genannt habe, gleich wieder vergessen kann, weil die in der Praxis eigentlich nicht vorkommen. Also in der rechtsanwaltlichen Praxis begegnet uns zum einen das eigenhändige Testament und das fremdhändige. Das eigenhändige kann man nur ganz leicht selbst machen. Beim fremdhändigen, so viel möchte ich vorweg gleich sagen, sollte man sich die Hilfe von einem Notar oder einem Rechtsanwalt Das suchen. werden wir nachher schön sehen. Das fremdhändige Testament sorgt immer wieder für Probleme, vor allem auch bei den neuesten Urteilen. Das eigenhändige, haben Sie gesagt, das kann man noch, also sollte man ja eigentlich selbst machen und ist eher unkompliziert. Was muss man denn beim eigenhändigen Testament beachten? Das eigenhändige Testament sollte, so sagt es der Name schon, eigenhändig wirklich selbst geschrieben werden, also nicht mit dem Computer. Und dann am Ende des Textes unterschrieben werden. Das sind die Grundvoraussetzungen. Datum und Ort ist noch hilfreich, aber kein Muss. Warum ist hilfreich? Weil immer das aktuellste Testament das gültige ist. Man kann auch da sehr viel falsch machen. Also es gibt auch dazu gerichtliche, obergerichtliche Urteile. Beispielsweise hat einmal jemand am Rand unterschrieben, da war nicht der ganze Text umfasst, oder ein sparsamer Pensionist hatte keinen Platz mehr am Zettel und hat dann am Umschlag außen unterschrieben. Das gilt auch nicht. Und eine Unterschrift auf dem Post-it reicht zum Beispiel auch nicht. Also das ist so die Judikatur, die es dazu gibt. Was mich ja immer in dem Zusammenhang interessiert, wie genau wird denn die Unterschrift geprüft? Gibt es da dann in der Praxis einen Vergleich mit der Unterschrift auf einem anderen Dokument oder geht man dann davon aus, dass das schon die Unterschrift sein wird? Naja, da kommt in der Praxis schon immer wieder Prüfbedarf auf. Da wird dann ein sogenannter Graphologe, ein Sachverständiger eben für Schriften, beigezogen in den gerichtlichen Prozessen. Das ist auch der Grund, warum es Verschärfungen gegeben hat mit dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015. Deswegen hat man ja jetzt dann auch, wie wir dann noch hören werden, diesen eigenhändigen Zusatz, damit dieser Sachverständige die Unterschrift auch tatsächlich mit einer Schriftprobe vergleichen kann. Weil es ist ja immer total spannend, man kann nicht die Unterschrift eines fitten 40-Jährigen vergleichen mit einem 90-Jährigen, der 50 Jahre später unterschreibt. Also ich habe es bei meinem Großvater gesehen, also das eigenhändige Testament hat er circa in 4 Stunden verfasst, eine Seite. Wenn man schwach ist, dauert es länger und die Unterschrift war einfach nicht die, die sonst die übliche gewesen wäre. Aber am Ende des Tages ist alles gut gegangen. Da war jetzt noch ein wichtiger Hinweis von Ihnen dabei, eine Seite. Wenn das eigenhändige Testament über mehrere Seiten geht, dann könnte es sein, dass diese neue Judikatur, zu der wir noch kommen, auch für Eigenhändige gilt. Also spätestens dann sollte man sich auch einen Rechtsanwalt oder Notar suchen. Wir werden heute, glaube ich, relativ oft sehen, dass es ganz klug ist, einen Notar oder einen Rechtsanwalt an der Hand zu haben, weil es einfach mannigfaltigste Fehler gibt. Ist ganz richtig, ja. Und das Problem, das wir dann haben, wenn ein Testament ungültig ist, dass einfach dann die gesetzliche Erbfolge zum Tragen kommt und die möchte man ja in der Regel mit einem Testament ausschließen. Man hat einen genauen Willen, den man hier zu Papier bringt Genau. und man möchte eigentlich die gesetzliche Erbfolge vermeiden. Aber bevor wir jetzt zu sehr auf die Problemkreise kommen, die wir uns später anschauen, gehen wir einen Schritt weiter und schauen wir uns das fremdhändige Testament an. Das sind die Voraussetzungen und die Voraussetzungskette, damit das Testament gültig ist, ja doch schon größer. Genau. Das wurde auch wieder reformiert.
eben mit dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015 und da kamen neue Formkriterien hinzu. Man muss also seinen letzten Willen, also diese Nuncupatio, wie es heißt, vor drei Zeugen kundtun. Mhm. Diese drei Zeugen sollten identifizierbar sein, also es sollte deren Name, möglichst auch Geburtsdatum mhm. und auch Adresse dabei stehen und die müssen einen eigenhändigen Zeugenzusatz drunter schreiben, mhm. also als Testamentszeuge, mhm. als Testamentszeugin. Hinzugekommen ist dieser eigenhändige Zusatz, das heißt, auf jeder Seite hat ein Satz zu stehen, den der Testator selbst hinzufügt. Mhm. Ich lasse dir immer schreiben, das ist mein letzter Wille. Mhm. So sei es, reicht wahrscheinlich auch. Wie ja. kurz oder lang der sein muss, darüber scheiden sich die Geister, mhm. das wissen wir noch nicht so genau. Und was jetzt neu hinzugekommen ist, ist, dass es eben jetzt seit diesem Jahr eine neue Judikatur gibt zum inneren und äußeren Zusammenhang. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt schon darauf eingehen soll. Ich denke, wir heben es uns für später auf, dann okay. haben wir es geballt. Aber dieser innere und äußere Zusammenhang, das können wir vorwegnehmen, beschäftigt die Gerichte seit 2019, 2020 intensivst. Ja. Was für mich immer so spannend ist, das kommt auf der Uni eigentlich immer viel zu kurz. Welche Voraussetzungen muss denn der Zeuge mitbringen? Also da kann man sehr viel falsch machen. Es war vor allem auch im Zuge des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015 auch Diskussion, ob dieser Zeuge der Schriftenverfasser sein darf, also ob quasi der Rechtsanwalt, der das fremdhändige Testament vorbereitet hat, auch Zeuge sein darf. Er darf. Mhm. Das war aber sehr lang diskutiert. Vielleicht gleich da noch einen Ausflug beim Blinden beispielsweise. Mhm. Gibt es ja besondere Formvorschriften. Da darf derjenige, der das Testament verfasst hat oder vorbereitet hat, nicht derjenige sein, der es vorliest. Mhm. Weil beim Blinden muss man ja diesen Text auch noch einmal vor den Zeugen vorlesen. Genau. Und da gilt eben dann diese Sonderbestimmung, mhm. dass derjenige, der den Text verfasst hat, der ja nicht unvoreingenommen ist, mhm. das nicht verlesen darf. Was muss der Zeuge noch mitbringen? Er darf auf jeden Fall kein Angestellter sein von demjenigen, der attestiert wird, dann wäre er ja abhängig. Also alle diese Abhängigkeitsverhältnisse sollten ausgeschlossen werden. Und dann darf es natürlich auch keiner sein, der irgendwie einen Vorteil aus dem Testament mhm. zieht. Also normalerweise, wenn ich jetzt die Rechtsanwältin bin, die berät, sind meine Kanzleimitarbeiter gute Zeugen, mhm. sofern sie welche sind, die nicht ständig wechseln. Ja? Mhm. Also das ist auch mhm. wichtig, dass man die wieder findet, mhm. falls es zum Streit kommt. Mhm. Und ich selbst bin meist auch Zeugin, aber ich kann dann zum Beispiel nicht Zeugin sein, wenn ich beispielsweise Testamentsvollstreckerin wäre mhm. im Testament, was ich in der Praxis sehr selten mache. Ja. Aber ja. das wäre so ein Beispiel. Ich glaube, was auch ein gutes Beispiel ist, sind die unmündigen Minderjährigen. Ja, natürlich, ja. Die können keine Zeugen sein. Natürlich, ja. Man sagt, beim Nottestament dürfen die mündigen Minderjährigen genau. das bezeugen. Und was auch wichtig ist, es muss jemand sein, der der deutschen Sprache mächtig ist. Natürlich, weil das Testament versteht, muss auf Deutsch gemacht genau, werden. Ja. Der versteht, mhm. worum es geht. Mhm. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Beispiele, die man jetzt nennen könnte. Aber ich glaube, das, was wir ganz wichtig mitnehmen müssen, die Erben, die können es nicht, genau. können keine Zeugen sein. Das wäre noch schöner, dann schaut man, ob der Opa oder der Papa eh am Computer jetzt alles genau. richtig schreibt. Man schaut drüber, bessert vielleicht nach außen und dann bezeugt man. Also das sollte es nicht sein. Ja. Genau. Aber eine Sache noch, das ist nämlich den Mandanten in der Praxis meistens sehr wichtig. Diese Zeugen müssen grundsätzlich den Inhalt vom Testament nicht können. Die mhm. müssen wirklich nur dabei sein, wie er beurkundet oder mhm. bekundet, dass das sein letzter Wille ist. Mhm. In dem Moment müssen sie ja. dabei sein. Aber den Inhalt müssen sie nur beim Blinden ja. kennen. Etwas, worüber auch ganz oft diskutiert wird, ist ja die Frage, wer zuerst unterschreiben muss. Der Verfasser oder die Zeugen? Reicht es, dass die Zeugen vorher unterschreiben und dann der Verfasser? Naja, die Zeugen können erst dann unterschreiben, wenn der Verfasser gesagt hat, das ist mein letzter Wille. Mhm. Insofern wird es logisch sein, dass der Verfasser mhm. als erstes mit diesem Zusatz mhm. und bei mir in meiner Praxis immer auf jeder Seite unterschreibt. Und ich lasse inzwischen die Zeugen auch auf jeder Seite ja. unterschreiben. So geben wir auf Nummer sicher. Sie werden uns ganz genau. zum Abschluss noch ein paar genau. Tipps mitgeben, wie das Testament richtig gestaltet ist, wie es richtig geschrieben ist, wie man bei den Unterschriften schaut. Sehr, sehr wertvoll gleich hier vorab. Vielen Dank für die Tipps, die wir da bekommen, weil das ist wichtig. Nun, eine weitere Sache in der Praxis, die total oft passiert, es gibt oft nicht nur ein Testament, sondern es kann sein, dass der Testator seinen Willen ändert und dann das Testament umschreibt oder ein neues Testament schreibt. Wie verhalten sich mehrere Testamente zueinander? Okay, ganz grundsätzlich ist einmal wichtig, dass die Testamente registriert werden. Vielleicht vorab, es gibt da zwei Register, das Register der Rechtsanwälte und das Register der Notare. Egal mhm. wo es registriert wird, der Gerichtskommissar, der im Verlassenschaftsverfahren zuständig ist, mhm. ruft eh beide ab. Also so mhm. findet man die Testamente mhm. wieder, weil wenn man es nicht registrieren lässt, weiß man halt nicht, entweder finden die Verwandten vielleicht das Testament ja. nicht oder sie lassen es verschwinden ja. oder
Da kann alles Mögliche passieren, haben wir in der Praxis schon alles erlebt. Mhm. Im optimalen Fall liegt das Testament im Safe beim Rechtsanwalt, beim Notar, der es gemacht hat, und es ist registriert, dass es dort liegt. Mhm. Das ist der Optimalfall. Und wenn es da jetzt verschiedene alte Registrierungseinträge gibt, dann gilt natürlich das Neueste. Mhm. Soweit es gültig ist. Mhm. Wenn das jetzt angefochten wird und ungültig wird, fällt man automatisch aufs Ältere zurück. Mhm. Deswegen sollte man sich auch gut überlegen, ob für den Fall, dass man ein Neues macht, das Alte gelöscht wird oder drin bleibt, damit es wieder gültig wird. Mhm. Also das ist auch eine Entscheidung, die man sich gut überlegen sollte, weil es könnte theoretisch sein, dass beispielsweise die Ex-Freundin im Testament steht, mit der man dann wahrscheinlich nicht wieder zusammengekommen ist. Die man dann auch nicht im Testament beglücken möchte durch irgendwas, außer man hat ein sehr gutes Verhältnis oder vielleicht Kinder miteinander. Ja, dann ist das alles okay. Aber im Prinzip, Sie haben recht, man muss dann doch drauf schauen, was man macht. Man fällt wieder auf das ältere Testament zurück und das kann auch ein Problem sein. Genau. Weil gerade solche Regelungen, die gehören einfach, weiß ich nicht, ich sage immer, alle 3 bis 5 Jahre gehört das Testament zum TÜV. Mhm. Erstens, es hat sich was in der Familie geändert, es haben sich Verhältnisse geändert und es hat sich halt auch das Recht geändert. Ja. Etwas, das wir ja mit der Erbrechtsreform auch gesehen haben, da hat sich viel geändert. Da hat man die Testamente dann wieder anschauen müssen, ob das eh noch passt, ob das noch rechtskonform ist. Also glaube ich auch für die rechtsberatenden Berufe ordentlicher Aufwand gewesen damals. Uns wird nicht langweilig. Etwas, das ja auch immer so in der Diskussion herumgeistert neben dem Testament, ist der Erbvertrag. Ja. Das ist für viele so eine Wolke, die über allen schwebt und viele haben einfach keinen Einblick. Können wir vielleicht ein bisschen ein Licht in das Dunkle beim Erbvertrag bringen? Wer kann ihn abschließen? Muss er schriftlich sein? Muss er nicht schriftlich sein? Was muss man beachten? Einmal ganz grundsätzlich, das hat einen Grund, dass der Erbvertrag bei uns einfach nicht so bekannt ist, weil er in der Praxis auch kaum vorkommt. Mhm. Im Unterschied zu Deutschland kann den Erbvertrag in Österreich nämlich nur Ehegatten miteinander schließen. Ja? Deswegen ist für die Praxis auch nicht so relevant, weil meistens macht man so vorweggenommene Erbfolgen oder Regelungen ja mit den Nachkommen und nicht nur mit dem Ehegatten. Richtig, ja. Und zur Form, weil Sie mich gefragt haben, der ist notariatsaktpflichtig. Mhm. Und da kommt jetzt auch schon der ganz, ganz wichtige Unterschied. Ein Testament ist ein einseitiges Geschäft. Mhm. Das kann ich jederzeit vernichten, widerrufen, machen, was ich will. Der Erbvertrag sagt es ja schon, das ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, genauso wie zum Beispiel der Schenkungsvertrag auf den Todesfall. Mhm. Den kann ich nur rückgängig machen, wenn der andere einverstanden ist. Das biegt. Mhm. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum es in der Praxis nicht so beliebt ist. Ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Das Problem ist einfach, man geht wirklich einen Vertrag ein. Nachdem wir uns jetzt angesehen haben, den Erbvertrag und das Testament, das was ja doch sehr unterschiedlich ist, auch von der Genese her, was passiert denn, wenn ich einen Erbvertrag habe und ein Testament? Ja, das ist in der Praxis sogar recht häufig, weil im Erbvertrag selbst kann ich ja, weil es nur 2 Vertragspartner sind, nur das regeln, was meine Frau oder meinen Mann betrifft. Mhm. Oft möchte ich aber dann für meine Kinder auch noch Verfügungen treffen, dann kann ich natürlich letztwillig verfügen, mittels Testament. Es darf natürlich dem Erbvertrag nicht widersprechen. Mhm. Genau. Das heißt, der Erbvertrag, weil ein Vertrag ist, eigentlich das höhere Gut, das Testament eine Spur drunter angesiedelt. Ich hätte jetzt vielleicht keine Rangfolge gemacht, aber es muss sich entsprechen. Das ist genauso wie mit einem Gesellschaftsvertrag, der dem Testament entsprechen muss, also die gemeinsam funktionieren müssen, wie mit einer Stiftungserklärung. Mhm. Es muss einfach alle die Dokumente, die da im Raum schweben und irgendwann einmal gemacht worden sind, müssen mit dem Testament verprobt werden, ob das funktioniert. Okay. Man muss einfach die verschiedenen Szenarien durchspielen. Mhm. Gut, das heißt auch hier sauber arbeiten, genau sein, dass wir hier kein Problem haben. Jetzt haben wir vorher schon darüber gesprochen, wenn es kein Testament gibt oder wenn das Testament ungültig ist, dann kommt die gesetzliche Erbfolge zum Tragen. Da können wir wahrscheinlich jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde drüber diskutieren, aber was sind denn die wichtigsten Bestandteile der gesetzlichen Erbfolge? Gesetzliche Erbfolge kommt immer dann zum Zug, wenn es kein gültiges, kein Testament gibt oder ein Testament, das vielleicht nicht über den gesamten Nachlass geht. Das ist nämlich hin und wieder in der Praxis auch der Fall. Oder es gibt auch noch einen Erben, der zwar im Testament genannt wird und es ausschlägt. Das sind einmal die 4 Fälle. Gesetzliche Erbfolge bedeutet nur, dass nach einem bestimmten System bestimmte Verwandte zum Zug kommen. Das nennt man in Österreich Parentelensystem. Es gibt 4 Parentelen. Mhm. Die erste Parentel sind die Nachkommen, sprich meine Kinder. Die zweite Parentel meine Eltern und deren Nachkommen. Dann die Großeltern und die Nachkommen und am Schluss die Urgroßeltern. Das ist dann die Schranke. Und daneben, neben diesen Nachkommen oder den Eltern, kommt noch der Ehegatte zum Zug. Und das hängt davon ab, mit welcher Parentel er erbt, neben den Nachkommen mit 1/3 und gegenüber den Eltern ist er dann schon aufgewertet auf 2/3. Mhm.
Und da gibt es auch immer einen Irrtum. Beim Erbrechtsänderungsgesetz 2015 ist groß in den Medien gewesen, die Stellung des Lebensgefährten und der Lebensgefährtin ist aufgewertet worden. Das stimmt so nicht. Die kommt erst ganz spät dran, die Lebensgefährtin. Also wirklich, da hat man deutlich gezeigt, was man davon hält und wollte eigentlich die Ehe wieder aufwerten, aus meiner Sicht. Also wenn man der Lebensgefährtin, den Lebensgefährten etwas zukommen lassen will, dann sollte man das bitte ausdrücklich in einem gültigen Testament machen, weil sonst kommen die erst nach der Urgroßmutter zum Zug. Das möchte man dann vermeiden, ja. Genau. Weil es gibt viele, die ja jahrelang in einer oder jahrzehntelang in einer Partnerschaft leben, in einer Lebensbeziehung und eben nicht heiraten. Das heißt, da muss man dann speziell drauf schauen. Ja, was ganz lustig ist, weil da gibt es irgendwie so ein Gerücht, das sich ziemlich stark verbreitet, dass man nach 10 Jahren Lebensgefährten, Lebensgemeinschaft automatisch verheiratet ist. Ja. Das Gerücht. Ich weiß aber nicht, woher das kommt. Also ich glaube, das hat ein Nicht-Jurist gestreut, weil wir Juristen wissen, dass es anders ist. Jetzt haben wir uns wirklich die Grundlagen des Testamentsrechts angesehen und ein bisschen den Erbvertrag reingemischt, damit man einfach sieht, Testament geht eigentlich viel schneller, ist in der Regel ein bisschen unkomplizierter. Erbvertrag, der Vertrag, ganz wenig im Anwendungsbereich enthalten. Aber was uns jetzt seit Ende des Jahres 2018 beschäftigt, sind sehr, sehr viele Judikate des Obersten, wo er sich speziell mit dem inneren und äußeren Zusammenhang eines Testaments auseinandersetzt. Bei vielen dieser Judikaten, wenn man durchliest, denkt man sich, ja, warum verwenden die Menschen so viel loses Papier? Weil das ist sehr oft der Gegenstand der Entscheidungen. Jetzt ohne, dass wir auf jedes Judikat im Einzelnen eingehen, aber 2018, 2019, 2020, was hat die Judikatur des Obersten anhand der Fälle gezeigt? Dass, wenn man mehrere Seiten verwendet, dass man zuerst einmal, wenn es zum Beispiel nur 2 Seiten sind, Vor- und Rückseite nehmen soll, weil dann hat man noch irgendwie einen Zusammenhang. Und ganz simpel auf den Punkt gebracht, wenn es wirklich mehrere Seiten sind, also beispielsweise 5, dann sollte man wirklich schauen, dass der äußere Zusammenhang vorher bereits gewährleistet ist, sprich das Binden, Heften, Kleben, Nähen, Heften allein reicht nicht, da muss man nur drüber kleben. Also diesen festen Zusammenhang der Blätter sollte man vorher gewährleisten, weil der innere Zusammenhang, ich weiß nicht, wie genau ich darauf eingehen soll, aber der ist noch so kritisch und mit so hohem Rechtsrisiko behaftet, auf den würde ich mich nicht verlassen. Ja, also auch dieser äußere Zusammenhang, das ist ja auch schon, da muss man sich hier im Detail auskennen. Ja? Es muss einfach gewährleistet werden, dass nichts mehr entfernt werden kann aus dem Testament, kein Blatt Papier mehr entfernt werden kann, ohne dass man das Testament nicht zerstören oder beschädigen müsste. Die Büroklammer reicht dann natürlich nicht. Die Heftklammer reicht auch nicht, wissen wir jetzt auch schon. Das ins Kuvert reinzulegen und das Kuvert zu verschließen reicht auch nicht. Also da muss man echt sehr, sehr vorsichtig sein und am besten wirklich den Rechtsanwalt bzw. den Notar zu Rate ziehen, damit man da keinen Fehler macht. Ja, wobei es passieren da auch den Spezialisten Fehler. Und da muss man auch die Rechtsanwälte und die Notare jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Die Judikatur ist ja sehr frisch und wir wussten das ja vorher nicht. Es hat keiner meiner Kollegen früher ein Testament geklebt, bevor es unterfertigt wird. Ist ja auch total unpraktikabel, weil wenn dann ein Fehler ist beim Lesen, muss ich das ja wieder neu kleben. Also das, auf die Idee wäre, glaube ich, keiner gekommen. Ja. Wichtig ist aber, dass dieser Mechanismus, der diese Urkundeneinheit eben herstellt, wirklich vorher oder uno acto während dem Errichten gemacht werden muss. Das heißt, man muss auch nachweisen, dass man das rechtzeitig gemacht hat. Und das ist ja in der Praxis dann auch nicht so einfach. Das ist also das Problem, ja. Da kann man wirklich viel falsch machen. Und ich habe alle meine Mandanten im letzten Jahr angeschrieben, sie sollen bitte noch einmal kommen und habe zur Sicherheit 375 Testamente neu errichtet. Ja. Also ich glaube, dass das mehr so gemacht haben. Ja, es ist da wirklich besser, auf Nummer sicher zu gehen. Mit der neuen Rechtslage konfrontiert zu sein, ist am Anfang total schwierig. Weil die erläuternden Bemerkungen haben ja auch nicht so viel hergegeben, muss man ganz ehrlich sagen. Das war relativ kurz gefasst und da sind alleine aus den Bemerkungen schon viele Fragezeichen entstanden. Man hat es damals auch gemerkt bei den Publikationen, viele haben dazu publiziert, aber bei den Fragen, wo man gesehen hat, die werden in der Praxis aufschlagen, war die Judikatur, die Literatur dann entsprechend leise und oberflächlich. Also da wollte man kein Präjudiz in irgendeine Richtung schaffen und sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, und das wirklich Gefährliche ist, dass es ja nicht nur für die neuen Testamente gibt, die seit dem Erbrechtsänderungsgesetz errichtet worden sind, sondern in die Vergangenheit zurückreicht. Und in der Praxis sagen dann sehr viele Mandanten, ja, ich fürchte mich nicht, weil meine Kinder werden das eh nicht entdecken oder nicht geltend machen. Aber das Problem ist, selbst wenn es die Kinder nicht geltend machen, der Gerichtskommissar, der zuständig ist im Verlassenschaftsverfahren, muss das von Haus aus prüfen und in diesem Übergabebogen vermerken. Das heißt, es kommt heraus. Und
Dann noch erschwerend kommt dazu, dass selbst eingeantwortete Verlassenschaften, wo der Deckel quasi zu ist, durch die Erbschaftsklage damit, wenn sie nicht verjährt ist, wieder aufgemacht werden können. Wahnsinn. Da gibt es auch eine ganz neue Entscheidung. Ja, Wahnsinn. Ja, also da kommt einiges an Arbeit auf uns zu. Kommt einiges an Arbeit zu. Jetzt haben wir uns den äußeren Zusammenhang angesehen. Das heißt, wir haben gesagt, wenn es mehrere Zettel beim Testament gibt, mehrere Blatt Papier, entweder äußerer Zusammenhang oder innerer Zusammenhang. Wichtig ist, wir brauchen kein Und. Entweder oder. Richtig. Wenn dieser äußere Zusammenhang nicht gegeben ist, weil die Zettel lose in einem Kuvert zum Beispiel liegen, wie kann ich das mit Hilfe des inneren Zusammenhangs dann noch retten? Was sind da jetzt die Merkmale, wo man sagt, ja, dieses Testament hat zwar keinen äußeren Zusammenhang, weil es nicht geklebt ist, aber es hat zumindest einen inneren Zusammenhang, sodass es gültig ist? Ich glaube nicht, dass Ihnen ein seriöser Rechtsanwalt darauf jetzt mit Sicherheit eine Antwort gibt, weil die gibt es noch nicht. Der innere Zusammenhang wurde bis jetzt in der Judikatur noch nie bejaht. Das heißt, Seitenzahlen werden nicht reichen, Textnummerierung kann dann folglich auch nicht reichen. Und was es bedeutet, dass der Text sich fortsetzt über die Seiten, wissen wir auch nicht, weil theoretisch dürfte dann nie am Ende einer Seite ein Absatz sein oder ein Punkt sein. Dann müsste der Satz wirklich immer weitergehen. Und wir haben zum Beispiel in der Praxis sehr oft Testamente, die gehen über 12 Seiten. Weil Sie vorher gesagt haben, das ist so schnell errichtet, so ein Testament, wir brauchen oft ein Jahr, bis wir mal endlich den Text fertig haben. Was also, meines Großvaters war schnell errichtet, eine Seite. Nein, aber es gibt ja wirklich sehr komplizierte Konstellationen mit verschiedenen Familienstämmen natürlich, und Unternehmen und so weiter. Und dann geht es über 12 Seiten und dann kann man nicht vorm Ausdrücken schauen, ob das sich jetzt wirklich fortsetzt. Und dann sagt der oberste Gerichtshof in seiner Judikatur, ein Vermerk, auf den Seiten kann einen Zusammenhang herstellen. Es weiß aber niemand so recht, wie dieser inhaltlich Bezug nehmende Vermerk, wie der oberste Gerichtshof sagt, wirklich ausgestaltet sein muss. Also da traue ich mich nicht drüber. Also wir schauen, dass wir den äußeren Zusammenhang sauber herstellen und dokumentieren. Und zwar schon vorher. Ja, das ist gut. Also man sieht, beim inneren Zusammenhang gibt es viele offene Fragen. Beim äußeren Zusammenhang ist es teils ein bisschen geklärter. Ich sage bewusst teils. Aber das ist tendenziell leichter, den äußeren Zusammenhang herzustellen, wie den inneren Zusammenhang. Wenn wir uns noch kurz auf die Quintessenz der Judikate eingehen, was würden wir rausarbeiten? Ja, dass ich eben den äußeren Zusammenhang möglichst vor Errichtung herstelle. Mhm. Wir machen das in der Kanzlei so, dass wir das Dokument dreimal klammern, drüber kleben, nochmal klammern und dann hinten noch mit der Kanzlei Stabilia so kennzeichnen, dass man diesen Kleber nicht lösen kann und im Text vermerken, dass sowohl der Testator, also der später stirbt, und die drei Zeugen bezeugen, dass es bevor sie unterschrieben haben, schon geklebt war. Mhm. Also so machen wir das und dann scannen wir es so ein, dass man den Kleber auch noch sieht. Also da geht man wirklich auf Nummer sicher. Ja, wir versuchen alles. Ja, nein, es ist eh gut. Aber es gibt sogar Rechtsanwälte, die das Testament vorher zum Notar zum Nähen schicken. Okay. Weil die meisten Rechtsanwälte selber das mit dem Nähen, also wir haben keinen Mitarbeiter, der das kann. Ich sage es ehrlich. Das wird vielleicht im Verlagswesen was anderes sein, aber bei uns geht das nicht. Das stelle ich mir einfach unpraktikabel vor, weil wir haben meistens beim Termin nur irgendwas zum Korrigieren und dann müssen wir es nochmal rüberschicken zum Nähen. Ja. Also das funktioniert in der Praxis nicht. Bringt nichts, ja. Das bringt nichts. Also egal ob Testament oder auch Gesellschaftsvertrag, da wird immer in letzter Sekunde noch was geändert. Das ist der Klassiker. Kommt man dann drauf, ups, das haben wir vergessen, müssen wir nochmal neu machen. Jetzt haben wir uns oft angesehen, dass meistens die Privatpersonen Fehler machen bei den Testamenten, wodurch sie ungültig sind. Auch die armen Notare haben leider in zwei Judikaten letztes Jahr nicht ganz glücklich ausgesehen, ohne dass man ihnen einen Vorwurf macht. Können wir vielleicht die zwei Judikate, ohne dass wir jetzt die Geschäftszahl und so weiter dazu sagen, worum ist es gegangen in den beiden Judikaten und warum ist einmal der äußere Zusammenhang bejaht worden und einmal nicht? Vielleicht ganz kurz nur so Schmäh am Rande, diese Fälle kommen fast alle aus Vorarlberg. Auch Anlass für das Erbrechtsgesetz 2015 war ja dieser Testamentsskandal am LG-Feldgericht. Aber ich weiß nicht, warum das immer Vorarlberg sein muss. Dieser eine Notar, der nicht so viel Glück hatte, weil er konnte das ja damals noch nicht wissen, hat einen Auswärtstermin gehabt, das Testament dort errichtet, das Testament in seiner Aktentasche mit in die Kanzlei genommen, ist 20 Minuten nach Bludenz gefahren, hat es dann dort gebunden und verwahrt und diese 20 Minuten haben gereicht, dass der oberste Gerichtshof gesagt hat, das war nicht uno acto, das gilt nicht als beim Termin verbunden und damit war die äußere Einheit nicht gewahrt.
sieht man, wie tragisch es laufen kann. Genau. Beim zweiten Fall, der relativ neu ist, der ist aus dem November des Vorjahres, da ist dieser Vorgang wirklich beim Termin gewesen. Mhm. Also die haben zwar erst nachher geklebt beim Rechtsanwalt, in dem Fall war es, glaube ich, ein Rechtsanwalt und kein Notar. Aber das war wirklich noch beim Termin, also man hat echt sagen können, das war der zeitliche Zusammenhang war gegeben und auf jeden Fall der örtliche, also der hat nicht den Raum verlassen damit. Mhm. Weil theoretisch könnte er im Auto eine Seite tauschen. Ja, natürlich. Es geht ja immer nur um diese Fälschungssicherheit, die dadurch verbessert werden soll. Genau, also der äußere Zusammenhang soll einfach verhindern, dass das Testament nachträglich manipuliert wird, der Wille geändert wird. Genau. Ja, also wir sehen, wir könnten über die Judikate wahrscheinlich noch eine Stunde reden, aber das Wichtigste haben wir herausgearbeitet. Jetzt möchte ich Sie noch fragen, welche Tipps würden Sie mitgeben, damit ein Testament am Ende des Tages hält? Ja, inhaltlich ist, glaube ich, auch wichtig, weil wir haben jetzt die ganze Zeit nur um die Formvorschriften gesprochen. Inhaltlich ist natürlich auch wichtig, dass man sich wirklich überlegt, wer soll mein Nachfolger, mein Gesamtrechtsnachfolger werden, weil das sind auch Fehler, die uns sehr oft in der Praxis begegnen, dass die Menschen zwar Gegenstände vermachen, also Einzelrechtsnachfolger festsetzen, das Haus soll meine Tochter bekommen, das Auto, wie auch immer, aber nicht sagen, mein Alleinerbe ist. Und den brauchen wir aber, weil sonst haben wir keine Erbeinsetzung und dann ist es maximal ein Kodizill, aber kein Testament. Ja. Das ist einmal ganz wichtig. Dann haben wir ja schon immer mehr Personen, die irgendwie einen Auslandsbezug haben. Das kann sehr nachteilige steuerliche Konsequenzen haben, kann aber auch fürs Erbrecht sehr nachteilig sein. Denn die Erbrechte der einzelnen Mitgliedstaaten in Europa sind wahnsinnig unterschiedlich. Die Ehegattin hat beispielsweise in Spanien gar kein gesetzliches Erbrecht und das Pflichtteilsrecht ist vor allem auch sehr unterschiedlich. Und gerade in Oberösterreich, also ich bin Oberösterreicherin, ist es jetzt immer öfter der Fall, dass ältere Menschen nicht im eigenen Land gepflegt werden, sondern zum Beispiel in Tschechien, weil es dort halt billiger ist, oder einmal länger in Reha sind in Deutschland, weil Bad Füssen da über der Grenze ist. Und unter Umständen sterben die dann bei so einem Aufenthalt und hatten dann ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Todeszeitpunkt woanders. Damit ist nach EU-Erbrechtsverordnung ein ausländisches Recht anwendbar und dann kann es sein, dass das ganze sorgfältig gemachte Testament auf einmal nicht mehr passt. Also wichtig ist auch, dass ich eine Rechtswahl zu meinem Staatsbürgerschaftsrecht mache. Ja. Wenn ich zwei Staatsbürgerschaften habe, dass ich mir das überlege, welche gescheiter ist. Also solche Dinge inhaltlich sollten halt auch aufgearbeitet werden. Und dann ist halt immer wichtig, dass ich mir Gedanken mache, wer hat denn einen Pflichtteilsanspruch? Ist der schon abgedeckt? Kann ich vielleicht meine Kinder dazu bewegen, einen Pflichtteilsverzicht abzugeben? Weil vor allem im Hinblick auf Schenkungsanrechnung ist auch nach neuem Recht sehr viel Konfliktpotenzial geschaffen worden, weil wir haben jetzt, die Schenkungen werden jetzt mit dem Wert im Schenkungszeitpunkt angerechnet und die Bewertung von so einem Unternehmen in der Vergangenheit oder so ist oft echter Konfliktpotenzial. Also da gibt es einfach alles das, was man einschränken kann an Konfliktpotenzial, sollte man einfach bei diesem Prozess, bei Testamentserrichtung ist ja meistens ein Prozess, beachten. Und dann noch eine letzte Sache. Und wenn man für den Tod vorsorgt, sollte man meistens dann bitte auch für die Geschäftsunfähigkeit vorsorgen. Also die Vorsorgevollmacht ist immer noch bei den meisten Menschen in Österreich leider ein Fremdwort und oft sehr, sehr wichtig. Gerade im letzten Jahr hat man gesehen, wie wichtig das für Unternehmen sein kann. Richtig, ja. Die ist bei vielen nicht angekommen, leider Gottes. Ich glaube, das Thema Erbrecht ist eines der sensibelsten Themenbereiche, die es überhaupt gibt. Ja, aber auch das Schönste, wenn man dadurch, dass man mit den Mandanten über den Tod spricht, sie auch wirklich gut kennenlernt. Absolut, absolut. Aber man entscheidet darüber, wie seine Familie nach dem eigenen Tod weitergeht. Viele sind ja dann nicht damit zufrieden, was der Testator testiert hat. Dann gibt es Streitereien in der Familie. Also ohne ist es nicht. Es ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Entscheidungen, die man zu Lebzeiten treffen muss, speziell wenn man mehrere Kinder hat. Vielleicht versteht man sich mit der einen oder anderen Person nicht so gut und möchte schauen, dass man die, wenn möglich, auf das Pflichtteilsrecht runterkriegt. Ja, die Enterbung ist ja dann der härteste mögliche Schritt. Aber ich glaube, für alle Beteiligten ist so etwas nicht ganz einfach. Man hat auf der einen Seite die rechtliche Basis, auf der anderen Seite aber das Zwischenmenschliche und ich kann nicht reinschauen, aber ich glaube, dass viele Menschen, auch wenn sie zu Lebzeiten Probleme mit anderen Personen gehabt haben, dann mit dem Testament oft einen Schnitt machen und sagen, okay, wenn es mich immer nicht mehr gibt auf dieser Welt, dann möchte ich jetzt diesen Streit für immer und ewig ad acta legen und das nicht noch ins Testament reinnehmen. Ja, und das ist immer sehr schön zu beobachten. Die Mandanten sind zwar meistens genervt, wenn ich ihnen auf den Nerv gehe und sage, wir müssen das Testament anpassen oder wir müssen eine Vorsorgevollmacht machen, aber wenn sie es erledigt haben, sind sie total erleichtert. Und das ist immer ein recht gutes Gefühl und sie begegnen mir dann eigentlich immer sehr dankbar.
Ich glaube, das ist etwas Schönes, was wir jetzt mitnehmen können. Wir Rechtsanwälte, also Sie als Rechtsanwalt, ich bin ja kein Rechtsanwalt, sind nicht nur Maschinen, die das Recht einhalten, sondern wir brauchen auch eine psychologische Komponente, ein gewisses Verständnis und müssen sehr, sehr gut zuhören können. Empathie. Ganz entscheidend. Ja. Frau Magister, Magister Dr. Leitner-Bommer, ich danke Ihnen für den Besuch im Studio. Es Ich hat mich danke auch, wirklich sehr danke. gefreut. Der Oberösterreicher Anteil heute im Studio ist ja sehr, sehr hoch, was mich immer freut. Falls Sie sich fragen, ja, wir haben uns heute in der Früh inklusive Kameramann, danke Sebastian, testen lassen. Wir sind alle negativ. Wir haben geschaut, dass wir die Abstände einhalten. Ich hoffe, dass Sie heute sehr, sehr vieles mitnehmen konnten. Wir sind bei einem sehr aktuellen Thema, das aber gleichzeitig auch ein Dauerbrenner-Thema ist. Und ich bin sehr froh, dass wir heute dieses Thema bearbeiten konnten, mit Frau Magister, Magister Dr. Leitner-Bommer von Leitner Law, die in dem Bereich wirklich zu den ganz, ganz großen Anwaltskanzleien zählen. Ich freue mich irrsinnig, dass Sie heute hier Danke. waren. Und ja, 2021 wird es noch weitere Interviews bestimmt mal diskutiert mitgeben. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.